Österreich sperrt auf, Österreich hat aufgesperrt. Kulturstätten, Sportstätten, Museen, Kinos und natürlich auch die Gastronomie. Wie Sie die letzten 7 Monate verbracht haben und was Ihnen besonders gefällt hat, das erzählen uns die Wirten von Pinocchio Altenmarkt, vom Postcafé, von Helles Getränke und Spezialitäten und Emmerstor. Wie ist euch die letzten 7 Monate gegangen? Wie habt ihr die nutzen oder überbrücken können? Ja, dadurch, dass wir eben die Bäckerei bei uns im Betrieb dabei haben, haben wir die 5 Tage in der Woche im Ofen haben können. Vor allem für die Einheimischen, dass es ein bisschen ein Gebäck gibt. Das haben wir natürlich gemacht. Am Vormittag haben wir das immer gehabt und am Wochenende haben wir das Ganze ein bisschen überbrückt. Da haben wir Frühstück to go haben wir gemacht und unsere Bowls, die wir jetzt ganz neu im Programm haben, am Wochenende, am Abend zum Takeaway. Und ja, trotzdem waren die 7 Monate sehr lang und wir freuen uns narrisch, dass es endlich wieder losgeht. Das war für uns auch eine harte Zeit, so wie für alle. Wir haben irrsinnig unsere Gäste vermisst und einfach das, dass man sie treffen kann, dass man ja den sozialen Kontakt hat zur Umgebung, zu den ganzen Einheimischen. Jetzt haben wir natürlich, sobald die ersten Sonnenstrahlen heraus waren, haben wir gesagt, nein, wir rumpeln aus mit unseren Eistruchen und verkaufen ein bisschen Eis, machen ein Takeaway. Einfach, dass man wieder ein bisschen unter die Leute kommt. Und das ist eigentlich super angenommen worden. Ich muss sagen, wir sind jetzt wieder froh, dass wir nach 7 Monate aufsperren haben dürfen. Aber ich muss sagen, wir haben auch die Zeit super genützt und da muss ich auch gleich dazu sagen, ich muss mich recht herzlich bei unseren Einheimischen bedanken, weil in den 7 Monaten zu Takeaway, ich habe sie super genutzt, ich habe sie uns immer angerufen. Vielen Dank für diese Unterstützung. Wir haben die Zeit genutzt, dass wir uns sehr viele neue Ideen einfallen haben lassen für die Wiedereröffnung. Haben diese 7 Monate genutzt, dass wir Takeaway machen, also in die 7 Monate für unsere Gäste. Und haben unseren Shop ein bisschen umgestellt, umgerahmt, haben auch den Shop offen lassen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Gästen, die uns da tatkräftig unterstützt haben, die immer wieder gekommen sind und Takeaway geholt haben, Bredeljausen bestellt haben, so wie Ostern. War super, danke euch, war echt eine tolle Zeit. Diese 7 Monate waren ja jetzt etwas ganz Außergewöhnliches. Was ist euch in diesen 7 Monaten besonders abgegangen? Unsere ganzen Hunden, das ganze gemütliche Zusammensitzen, unsere Stammgäste von der ganzen Region. Wir haben eigentlich nichts mehr davon, war ganz schade. Ja, natürlich der Kontakt mit unseren Gästen, mit unseren Stammleuten, meine Mitarbeiter, das ganze Flair, was so ein Betrieb ausmacht, ein Kaffeehaus und ja, wie gesagt, also richtig froh, dass es endlich wieder losgeht. Am meisten ist uns auch gegangen, einfach einfahren ins Pinocchio, das aufsperren, mit den Leuten reden, einfach gesellig um und um stehen oder eng zu bewirten. Es war einfach echt Vater heim, Fernsehen schauen und sonst eigentlich nichts da. Und mir geht es halt einfach auf, weil ihr wisst ja, ich rede sehr viel und gerne und das ist mir halt am meisten auch gegangen. Wir seid hier jetzt ab sofort oder künftig für eure Gäste, Stammgäste da? Wir sind wie immer das ganze Jahr geöffnet für euch. Wir haben nur am Mittwoch Ruhetag und sind wir von 10 bis 10 dabei für euch da. Küche haben wir von 11:45 bis zum 9 Uhr am Abend. Ganzen Tag geöffnet. Wir sind jetzt da von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Dadurch, dass der Takeaway ganz gut gegangen ist, machen wir jetzt Mittagmenüs auch für unsere Kunden und ich hoffe, dass es jetzt ganz gut angenommen wird auch. Wir haben den ganzen Tag warme Küche, von 11 bis 21 Uhr. Ja, wir sind ab sofort wieder da, top motiviert und freuen uns auf einen coolen Sommer. Und wir sind eigentlich immer da, Dienstag haben wir Ruhetag und sonst haben wir von 8 in der Früh bis 7 am Abend offen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir bis Ende August jetzt wieder 7 Tage offen haben. Also wir machen keinen Ruhetag. Wir haben von Montag bis Samstag jeweils von 6:30 bis 9 am Abend offen. Und am Sonntag von 6:30 bis 5 Uhr am Abend. Ja, das waren die Stimmen einiger Gastronomen aus dem Pongau. Mit einem Hinweis in eigener Sache, der von meiner Kollegin Marina Salerberger kommt, dürfen wir uns für diese Woche von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und nicht vergessen, Pongau TV, du bist da dabei.
Du bist ein EPU, also ein Ein-Personen-Unternehmen oder ein Klein- oder Mittleres Unternehmen. Du möchtest dein Unternehmen lokal bewerben. Du hast bereits einen Imagefilm auf deinen Social-Media-Kanälen. Dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Wir bringen dich ins Bild. Mit einem von uns produzierten oder mit deinem eigenen Video. Nähere Infos findest du unter www.pongau.tv oder schreib uns an info@pongau.tv.